Hi! Alle die von euch, die den Kanal schon kennen, die wissen, was jetzt kommt. An alle die von euch, die neu hier sind. Ich bin Jacqueline, 26 Jahre alt und zweifache Mama. Und auf diesem Kanal geht es um Fashion und Lifestyle und heute um ein ganz besonderes Thema. Es ist ja gerade die wunderschöne Weihnachtszeit und ich dachte, es sei ganz, ganz toll, einfach mal ein paar festliche Looks zu zeigen. Natürlich auch wieder für mein Format klein und kurvig. Diesmal sind die Looks aber nicht nur für kleine und kurvige Frauen geeignet, sondern auch für große und schlanke Frauen oder für Frauen mit viel Oberweite. Also für all was dabei und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Der erste Look, den ich mit euch teilen möchte, ist schlicht, aber sexy. Also ich würde sagen, es ist was, was man sehr, sehr gut zum Beispiel auf eine Weihnachtsfeier anziehen kann oder wenn man mit den Mädels abends noch irgendwo einen Glühwein trinken geht oder auch zum Weihnachtsshopping. Könnte man natürlich auch noch zusammen mit einer Strumpfhose kombinieren. Ich habe ihn jetzt allerdings einfach nur so getragen, also ein Kleidchen und eben Overknee-Stiefel. Und ich persönlich hätte nicht gedacht, dass ich solche Stiefel so gut tragen kann, weil ich natürlich ein bisschen fülligere Oberschenkel habe, aber die passen wirklich sehr, sehr gut. Die waren oben total locker, das hat nicht gepresst ausgesehen und ich habe mich super wohl gefühlt mit diesem Look. Outfit ist super klassisch. Also ein Spitzenoberteil mit hochgeschlossenem Kragen. Super zum Beispiel für eine Weihnachtsfeier mit dem Büro oder wenn man am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag eingeladen ist, ein schönes Event vor sich hat. Ein ganz, ganz tolles Outfit. Ich liebe ja sowieso Culottehosen, wie ihr wisst, aber am allermeisten noch, wenn sie sogar einen Gürtel haben, wie diese Hose. Und die Schuhe bei diesem Look sind der absolute Burner. Ich liebe diese Schuhe. Die sehen ein bisschen aus wie Manolos. Also wer von euch Sex in the City kennt, der weiß, warum ich diese Schuhe bestellt habe. Aber ich liebe diesen Style. Kann man natürlich auch anziehen, wenn man zum Beispiel mal auf eine Hochzeit eingeladen ist. Also das ist was Klassisches, was immer passt. Aber ich besonders finde Spitze zur Weihnachtszeit auch immer sehr, sehr schön. Ich denke, diese hochgeschlossenen Oberteile mit der Spitze eignen sich auch sehr, sehr gut bei Frauen mit ein bisschen mehr Oberweite. Da sieht es toll aus. Große Frauen können Culottes sowieso ganz besonders gut tragen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Look für euch. Zu meinem absoluten Highlight. Ich liebe dieses Outfit so sehr. Ich habe es nicht erwartet, weil es wirklich ein bisschen gewagt ist, aber ich habe mich so wohl gefühlt. Ich finde persönlich, ich sehe ultra schlank in diesem Jumpsuit aus, obwohl der komplett voll mit Glitzer ist und ich habe den ja auch ohne BH getragen, weil er einen tiefen Ausschnitt hat. Aber ich finde, das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Das macht lange Beine. Ich habe jetzt so ganz feine Sandaletten dazu getragen mit schönen Strasssteinchen hinten drauf. Ich stehe ja voll auf so Schuhe, die ein bisschen was dran haben, also Glitzer und Strass und Steinchen, die einfach ein bisschen besonders aussehen. Und an Weihnachten darf es auch mal ein bisschen mehr Glitzer sein, deswegen auch ein Jumpsuit, der komplett besetzt ist mit Glitzer. Das können auch Frauen mit breiteren Hüften super tragen. Ich habe ja eher die Problemzone am Bauch und dieser Jumpsuit hat vorne so einen kleinen Gürtel gehabt und ich finde, das hat super kaschiert, sah ganz, ganz toll aus, wenn man ein bisschen mehr Oberweite oder ein schönes Dekolleté hat. Ein absoluter Eyecatcher und ich finde diesen Look einfach grandios. But by no means least, das absolute Sternchen dieses Videos ist natürlich das paillettenbesetzte Abendkleid, aber ein kurzes Abendkleid. Das hat sogar so einen kleinen Cutout hier an den Seiten gehabt und auch am Rücken.
was ich schön finde, aber das muss man natürlich auch tragen können. Also ich glaube, das war jetzt bei mir noch okay, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man halt ein bisschen mehr hat am Bauch, so wie ich, dann hat man gerne mal, wenn man sitzt, so kleine Fältchen da, dann sieht das vielleicht nicht mehr ganz so schön aus, aber was ich richtig schön fand, ist die Wickeloptik bei dem Kleid, auch der tiefe V-Ausschnitt, das streckt einfach im Gesamten. Ich finde die Farbe perfekt für Silvester, also Grau und Pailletten finde ich ist super, super schön für so eine Jahreszeit. Also diesen Look finde ich ganz, ganz elegant und ganz, ganz toll. Auch, dass dieses Kleid vorne so ein bisschen abgeschrägt ist, einen kleinen Schlitz hat. Das macht es einfach nochmal so ein bisschen verspielt und ein bisschen sexy. Mit so feinen silbernen Sandaletten, einer schönen Handtasche. Auch gerne mit einer Strumpfhose, finde ich, sieht das einfach richtig, richtig schön aus. Kurvig-Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr dem Video gerne ein Däumchen nach oben geben und auch den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr dürft auch gerne die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Mir hat es super viel Spaß gemacht, mich einfach nochmal komplett aufzubrezeln, komplett voll zu klatschen mit Glitzer und Schminke und alles, was das Herz begehrt. Ich finde, um diese Jahreszeit, da darf man das ruhig mal, also Weihnachten, Silvester, die ganze Party-Jahreszeit, da geht das auf jeden Fall. Ich hoffe, es war ein Look für euch dabei. Ihr findet die Links natürlich wie immer in der Infobox, dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Ihr könnt mir ja gerne noch in die Kommentare runterschreiben, was euer absolutes Lieblingsoutfit war. Das würde mich sehr interessieren. Ob ihr eins davon besonders schön fand und ich freue mich sehr aufs nächste Video. Tschüss!